Freunde der Sonne, es ist mal wieder soweit. Der Lodder ist am Schrauben. Wir werden heute das Cube Stereo Umbauprojekt fertig machen. Im letzten Video haben wir das Ding komplett zerlegt und uns diesen bodenlosen Antrieb angeschaut. Ja, was ist in der Zwischenzeit passiert? Eigentlich tatsächlich gar nicht so viel. Wir haben das Ding eigentlich nur mal grob bisschen sauber gemacht und ansonsten gar nichts. Genau, wir mussten jetzt die ganze Zeit es am Carbonrahmen einspannen, weil wir auch die Dropper-Sattelstütze entfernen mussten. Deshalb werden wir jetzt als allererstes die neue AXS-Sattelstütze montieren, damit wir dann das Bike wieder ganz normal an der Sattelstütze befestigen können. Weil ich den Carbonrahmen natürlich nicht so fest hier klemmen kann, beziehungsweise fast gar nicht klemmen, also gerade so, dass es hält. Und das ist natürlich, wenn wir da jetzt am Antrieb arbeiten und alles, immer nicht ganz so vorteilhaft. So, was haben wir hier Schönes? RockShox Reverb AXS Sattelstütze. Elektronische Sattelstütze. Geil. So, ich würde sagen, wir machen noch mal ganz kurz einen Überblick, dass jeder Bescheid weiß, was wir heute machen. Noch mal im Schnelldurchlauf. GX AXS Schaltgruppe. Transmission GX Kurbelarme kommen ran. Wir werden einen neuen Can Creek Steuersatz verbauen. Einen Carbonlenker mit entsprechenden Vorbau dazu, neue Kette plus neues Kettenblatt, neue Ergon-Griffe, neue Bremsscheiben von Galfa plus neue Bremsbeläge von Galfa plus die HC3-Hebel von Magura. Das werden wir heute alles ranbauen. Wir legen los. Viel Spaß mit dem Video. Was ist wichtig, wenn wir jetzt diese Sattelstütze montieren? Es ist ja ein Carbonrahmen. Carbonrahmen hat ja einerseits das Problem, wir können natürlich diese Sattelklemmung hier nicht zu fest machen, weil wir wollen ja nicht den Carbonrahmen beschädigen. Und wir haben aber auch das Problem, wenn wir jetzt nicht fest genug klemmen, dadurch, dass Carbon ja hier innen ganz glatt ist, kann es uns passieren, dass es sich beim Fahren verstellt oder es weiter reinrutscht. Deshalb gibt es Carbonpaste und die werden wir natürlich auch auf unsere Stütze auftragen, damit dann letztlich auch das Ganze schön funktioniert. Ja, hier haben wir jetzt die AXS-Sattelstütze. Grundsätzlich, wo ist der Unterschied zur normalen Reverb-Stütze? Einerseits das Ventil für den Druck auf dem Ölkreislauf ist hier unten logischerweise. Und das Ventil zum Auslösen befindet sich hier oben und ist natürlich elektronisch. Genau, wir können jetzt direkt mal hier den Akku einsetzen und schauen, ob da Saft drauf ist. Den werden wir auf jeden Fall dann aber auch nochmal aufladen. Aber ich denke mal, jetzt, um das Ganze zu testen, müsste schon ein bisschen Saft auf dem Akku drauf sein. Blinkt schon mal grün. Wir bauen das Ganze jetzt mal ein. Also, hier machen wir jetzt schön Carbonpaste drauf. Nett übertreiben. Es langt, wenn ihr hier so ein kleines Würstchen drauf macht. Und dann nehme ich mir immer ein wenig Tuch und verteile das so ganz dünn auf der Stütze. Dass da halt so ein kleiner Film drauf ist. Carbonpaste hat so ganz kleine Mikropartikel drin, die quasi dafür sorgen, dass die Haftreibung größer ist und damit lässt sich das Ganze dann halt auch schöner festmachen, beziehungsweise wir brauchen weniger Klemmkraft, um das Ganze hier, dass ich es nicht verdrehen kann. Ne? So, ich weiß jetzt noch nicht genau, wie hoch der Kunde das haben will. Ich mache es immer grundsätzlich immer erstmal so, dass man das RockShox-Logo noch gut lesen kann. So, jetzt, das ist jetzt tatsächlich auch sehr cool bei der Sattelstütze. Wir können hier mit einer Schraube natürlich diese Klemmung festmachen, dann ist der Sattel fest, die machen wir jetzt mal locker. Den Sattel müssen wir dann noch reinmachen, weil den müssen wir bei einem anderen Bike erst runterbauen, das machen wir dann später. Und dann haben wir hier quasi eine Schraube und mit der, seht ihr das, könnt ihr hier die Neigung einstellen bei der Stütze. Ziemlich coole Sache. Ist ein Premium. Ist Premium, ja. Jetzt habt ihr das auch mal gesehen. Genau, wir können jetzt eigentlich direkt mal die Stütze mit dem Hebel schon mal verbinden. Klein, aber fein. Ist immer eine kleine Knopfzellenbatterie drin. Funktioniert auch schon, blinkt. Wenn man hier drauf drückt, muss er grün blinken, dann wissen wir, er geht. Und auch hier ist gleich, wenn ich einmal drücke, muss es hier kurz blinken. So, jetzt dann tun wir die mal koppeln. Dazu müssen wir den Knopf gedrückt halten. So, dann leuchtet es grün. Und irgendwann blinkt es schnell. Das ist jetzt der Fall. Dann machen wir das gleiche hier auch. Bis der blinkt. So, und jetzt haben sie sich eigentlich synchronisiert. Jetzt drücken wir hier noch einmal drauf. Ja, hört ihr das? Jetzt ist das Ganze schon verbunden. Also gedrückt halten, bis es blinkt.
hier gedrückt halten, bis es blinkt, dann synchronisieren die sich und dann ist das Ganze schon connected. Ich meine, in dem Fall brauchen wir jetzt auch nichts einstellen. Ich meine, es ist einfach nur ein Schalter. Hoch, runter. Ja, den können wir aber erst später dran machen, wenn wir den Lenker wieder drin haben und die Federgabel eingebaut. Ansonsten kann ich noch mal ganz kurz zeigen hier. Das befindet sich noch im Karton. Einmal dieses Werkzeug. Das ist tatsächlich da, um das Ventil unten abzunehmen. Weil je nachdem, welchen Druck ihr unten an dem Ventil einstellt, fährt die Sattelstütze unterschiedlich schnell aus. Das kann man dann so ein bisschen einstellen. Ja, ansonsten Ladegerät plus die Schelle zum Befestigen, wobei wir die wahrscheinlich nicht brauchen, weil wir es direkt am Matchmaker von unserer Magura-Bremse befestigen. So, und jetzt kann man hier auch schön an unserem Bike arbeiten. Ich würde vorschlagen... Antrieb, oder? Antrieb ran. Hast du ein Schaltauge da? Ach so, das Schaltauge ist noch verbogen, Leute. Schau das mal an. Seht ihr das? Immer noch nicht. Jetzt. Seht ihr das? Habe ich im letzten Video schon gezeigt. Schaltauge ist ziemlich krumm. Da sollte man auf jeden Fall mal ein neues verbauen. Der Lodder hat tatsächlich kein passendes Schaltauge da. Naja, das bestelle ich heute gleich noch. Wir tun das jetzt dann nur mal grob richten, dass wir halt die Schaltung dran schrauben können und die Kette ranmachen können und einfach ausprobieren können, dass alles funktioniert. Und dann machen wir halt nächste Woche noch ein neues Schaltauge ran. Sage ich euch auch ganz ehrlich, wenn ihr die AXS-Schaltung habt, egal ob XX1, X01, GX, die elektronische Schaltung von SRAM, aber auch die mechanische, ist extrem anfällig, wenn das Schaltauge verbogen ist. Also wirklich, selbst wenn das Schaltauge nur minimal verbogen ist, schaltet eure Schaltung nicht mehr präzise und ihr könnt da rumstellen, wie ihr wollt. Deswegen ist das auch immer, wenn ihr eine SRAM-Schaltung habt, das allererste, was ihr kontrollieren solltet, dass euer Schaltauge gerade ist. Weil wenn das verbogen ist, da könnt ihr... noch so lange einstellen, es wird nichts helfen. Bei der mechanischen könntest du noch mit der Spannung ein wenig hin und her machen. Stimmt, bei der mechanischen kann man ein bisschen noch, aber auch da, dann funktioniert es entweder unten oder oben. Ja. Also aber bei der Axis, sobald es minimal verbogen ist, keine Chance mehr. Ja. Weil, kann ich aus Erfahrung sagen. Dieser Meinung schließe ich mich an. So, also, was haben wir hier jetzt? Zeige ich euch auch ganz kurz. Die normale GX-Kassette mit XD-Freilaufsystem und dann natürlich hier einmal die AXS-GX-Schaltgruppe. Beinhaltet folgende Bauteile. Ein SRAM Multitool, nice Sache. Dann haben wir natürlich unser Schaltwerk, unseren Hebel, Ladegerät, Akku, Schelle, Einstellwinkel für den Umschlingungswinkel, auch sehr wichtig, und noch das Kabel zum Laden. Wir connecten das Ganze jetzt gleich mal. Machen wir erstmal einen Akku rein. Das hat jetzt hier auch diesen Schutz drauf. Gibt es hier so einen Schutz für das Schaltwerk, damit quasi der Akku nicht beschädigt wird oder ja, weiß nicht, ob es das wirklich bringt. Den machen wir jetzt mal kurz runter. Dann machen wir hier unsere Dummies raus. Machen den Akku ins Schaltwerk rein. Und dann schaut es eigentlich ganz gut aus. Also Akku hier einsetzen, oben zumachen, blinkt grün, ist gut. Hier auch, selbes Prinzip. Wir gucken erstmal, ob überhaupt Strom drauf ist. Blinkt grün, halten hier den Knopf gedrückt, bis es blinkt. Jetzt blinkt es, hier ist das gleiche, blinkt, passt. Einmal hier noch drauf drücken und dann sollte das eigentlich funktionieren. Funktioniert! Könntest du es auch richtig geil in der App konfigurieren, dass quasi mit dem rechten, wo jetzt gerade für die Sattelstütze ist, dass du damit hochschaltest, dann mit dem hier hochwärts runterschaltest und mit dem runterwärts die Sattelstütze machst. Das ist korrekt. Das ist geil. Patrick hat es erfasst. Man kann das natürlich jetzt in der App auch noch dann, sage ich mal, ein bisschen auf einen selber anpassen. Wann schaltet das Schaltwerk hoch, wann runter. Man könnte natürlich auch mit dem einen Hebel hochschalten, mit dem anderen runter. Also da kann man alles Mögliche machen. Das machen wir natürlich jetzt nicht, weil das muss der Kunde selber wissen, was er da tun will. Damit wir unser Schaltauge richten können, müssen wir allerdings das Hinterrad einbauen. Sonst geht nämlich auch das Schaltauge noch weiter kaputt. Deshalb würde ich sagen, bevor wir jetzt nicht alles doppelte Arbeit haben, machen wir gleich mal hier die Kassette drauf und machen dann auch gleich am Hinterrad die Bremsscheibe drauf, die drauf soll. Hier auf jeden Fall auch Aufnahme von der Bremsscheibe schön sauber machen. Aufnahme vom XD-Freilauf schön sauber machen. Gucken, dass gar kein Dreck drin ist, damit man das Ganze dann auch sauber
montiert bekommt. Hier würde ich euch auch empfehlen, auf diese Fläche hier ein bisschen Fett drauf, weil das knarzt ganz gern normal bei den XD-Freiläufen. Dann ist wirklich ganz wichtig, wenn wir das Ganze aufsetzen, dass wir in dieser Verzahnung einrasten und erst dann festziehen. Man merkt es auch so, wenn man das hier so bewegt, irgendwann rastet es ein. Habt ihr das gehört? Jetzt ist es auf dieser Verzahnung an der richtigen Position und dann kann man das mit dem entsprechenden Schlüssel hier aufsetzen. Wirklich drückt die Kassette hier wirklich plan auf und erst dann könnt ihr mit dem Schlüssel hier die Kassette aufs Gewinde aufschrauben. Wenn ihr irgendwie jetzt schon merkt, dass es extrem schwer geht oder sich schlecht schrauben lässt, dann ist es verkantet drauf und dann müsst ihr es auf jeden Fall nochmal neu machen. Okay, Bremsscheibe drauf. Hier wurde sich auch Fett gegönnt. Die Galfa. Die Galfa Shark. Galfa Shark ist stark. Eisig mit. Also an sich eine sehr geile Bremsscheibe. Aber ich für meinen Teil bin noch nicht zu 100% überzeugt. Gebe ich einfach zu, weil ich in der Kombination, die ich gefahren bin, bisher mit der Magura MT7 und auch verschiedenen Belägen eher schlechte Erfahrungen gemacht habe. Nicht die Bremsleistung. Bremsleistung ist absolut brachial, bombastisch. Wärmeentwicklung kaum vorhanden. Eine sehr resistente Bremsscheibe. Aber ich hatte halt extreme Geräuschentwicklung beim Fahren. Und das war gar nicht schön. Und deswegen kann ich diese Scheibe noch nicht für meinen Teil zu 100% als gut befürworten. Aber ich teste sie jetzt diese Saison noch auf meinem Downhiller mit Jura 4 Bremse. Und da habe ich bisher am Geißkopf keine Probleme gehabt. Also ich gehe schon fast davon aus, dass es ein Magura MT7 Problem ist, dass die sich so aufrubbelt. Wie ist es da mit dem Geschwindigkeitssensor? Genau, Geschwindigkeitssensor, wichtig. Bei dem Bike ist der Geschwindigkeitssensor hier. Und es sitzt im Laufrad hier der Magnet. Es gibt aber auch gerade bei Shimano oft das Szenario, dass sich in der Bremsscheibe ein Magnet befindet. Dann müsst ihr bei Galfa aufpassen, dass ihr die nehmt, wo ihr hier einen Magneten anbringen könnt. Hier ist jetzt ein Dummy drin, also ein Gummiding. Gibt es von Galfa extra dann so einen Magneten. Der kommt hier in so kleinen Packungen. Den kann man dann da einklemmen und dann funktioniert es auch. Das funktioniert nur bei den Shark-Scheiben. Und bei den normalen Wave-Scheiben müsste ich mal nachschauen, aber da gibt es ansonsten auch so eine Adapterplatte. Also man kriegt es auf jeden Fall hin. Ich mache es dann immer so, ich tue die Schrauben von der Bremsscheibe im Akkuschrauber erstmal fast ganz reinschrauben und erst dann am Ende quasi mit dem Drehmomentschlüssel festmachen. So, schaut das Ganze doch schon mal gleich besser aus. Bevor wir das jetzt einbauen, damit wir nicht wirklich doppelte Arbeit haben, machen wir auch gleich die richtigen Bremsbeläge rein. Der Kunde auch hier, es wurde nicht gespart. Galfa E-Bikes Beläge, kann ich sehr empfehlen. Der Kunde möchte vorne und hinten E-Bikes Beläge. Wenn ihr noch mal ein bisschen mehr im Gravity-Sektor unterwegs seid, kann ich die Kombi E-Bike-Belag hinten, Pro-Belag vorne sehr empfehlen. Sehr geil. Aber wenn ihr einfach eher so die typischen E-Bike-Fahrer seid, dann einfach komplett E-Bike-Belag vorne und hinten. Das ist das Schöne bei Magura. Das ist magnetisch. Das heißt, man kann die jetzt einfach mit der Hand so ein bisschen reinstecken. Und dann fallen die nicht von alleine raus. Genau, es ist auch so, dass die Beläge von Galfa ein bisschen dicker sind als die originalen. Das heißt, es kann sein, dass wir dann den Ölstand in der Bremse nochmal anpassen müssen. Weil natürlich jetzt mit der Shark-Scheibe und diesen E-Bike-Belägen haben wir ja wirklich maximale Bremsscheibendicke, maximale Belagsdicke. Und da könnte es halt passieren, dass wir dann einfach nicht hinkommen, dass zu viel Öl in der Bremse ist. Das werden wir aber dann sehen. Jetzt fixieren wir die Schrauben, die wirklich nur ganz leicht anziehen. Die sorgen einfach nur dafür, dass der Belag da nicht rausfällt. Der hält sonst gar nichts. Ganz langsam mit 25 Newton. Das wäre ein bisschen viel. Klack. So, genau, dann kann man nochmal kontrollieren. Wir gucken jetzt mal, ob man die komplett auseinander... Ja, okay, das schaut sehr gut aus. Also die Kolben sind wirklich komplett zurückgedrückt. Das, denke ich mal, dürfte mit der Sharkscheibe ganz gut hinhauen. So, dann können wir jetzt endlich das Hinterrad einbauen. Das ist ja eigentlich das, was wir die ganze Zeit machen wollen, damit wir das Schaltauge richten können. So, Achse. Jetzt schaut es so langsam schon wieder nach einem Fahrrad aus, würde ich sagen. Ha? So, jetzt stellen wir die Bremse nach dem Lichtspaltverfahren ein. Also hier würde ich euch jetzt echt empfehlen, einfach nach Lichtspaltverfahren. Ich meine, der Spalt ist jetzt der maximal mögliche. Wir müssen wahrscheinlich am Hebel dann noch leicht pumpen, bis wir den
letztendlich einen Druckpunkt haben. Und damit der Sattel wirklich parallel zur Scheibe läuft, macht es jetzt im Wichtspaltverfahren. Man muss dann eh die Bremse erstmal einbremsen und dann kann man nochmal gucken, dass man schleiffrei eingestellt kriegt, weil jetzt ist ja auch, kann es sein, dass an den Belägen noch so minimal irgendwie ein kleiner Grat dran ist oder so und dann schleift es auch. Ich meine, so schleift es jetzt nicht. Wir können jetzt mal die Bremse drücken, schauen, was passiert. Schaut euch ruhig mal rein, ob sich alle Kolben bewegen. Schaut sehr gut aus. Alle Kolben machen auf jeden Fall was. Wenn jetzt zum Beispiel ein Kolben sich nicht bewegt, dann steckt er fest. Das wäre schlecht. Druckpunkt ist eigentlich ganz gut. Aber ihr merkt schon hier jetzt, jetzt schleift er natürlich extrem. Ne? Ist aber wie gesagt, Scheibe neu, Beläge neu. Erstmal jetzt fahren. Einbremsen. Ich meine, es dreht sich ja gut. Es schleift einfach nur. Da hört man es schon. Irgendwo ist ein Draht dran. Ne? Kann man es richtig schön hören. Ja, und wenn das Ganze dann eingebremst ist, nochmal nachstellen. Aber wie gesagt, der Bremssattel hat so wenig Leerweg von Haus aus schon. Magura schreibt ja selber sogar, dass es eine absolute Gravity-Bremse ist für wirklich den Pro-Bereich. Und die sagen ja selber, dass man die teilweise nicht schleifrei eingestellt kriegt, weil man halt eben nur minimalen Weg auf die Scheibe haben will. Weil sich ja viele immer wundern, dass man die nicht schleifrei eingestellt kriegt in manchen Fällen. Okay, jetzt machen wir unser Schaltauge gerade. Ich würde sagen, das brauchen wir jetzt nicht zeigen, das haben wir in anderen Videos schon oft gezeigt. Wir machen das Schaltauge gerade und dann sehen wir uns eher wieder, wenn wir Kettenblatt anbauen. Weil da wird es nochmal spannend mit dem Offset. Das wollte ich euch auf jeden Fall noch zeigen mit dem Kettenblatt-Offset. Das ist wirklich sehr spannend. Also da muss ich natürlich jetzt sagen, das ist halt schon cool jetzt an Axis. Du hast halt jetzt einfach kein Schaltzugseil, keine Außenhülle. Ja, es ist schon cool. Hat schon seine Vorteile. Aber es hat halt auch Nachteile. Es ist halt eine zusätzliche elektronische Komponente am Fahrrad, die kaputt gehen kann. Und man muss schon sagen, wenn halt die Elektronik versagt, habt ihr keine Möglichkeit, irgendwie zu schalten. Das geht nicht. Also nehmen wir mal an, irgendwie der Akkukontakt ist defekt oder allgemein irgendein technischer, interner, elektronischer Fehler. Keine Chance. Ich hatte auch mal einen Kunden, der war im Urlaub, XX1 elektronische Schaltung. Nach dem zweiten Tag ist die Schaltung irgendwo einfach stehen geblieben und hat nichts mehr gemacht. Als Aufladen vom Akku hat nichts gebracht, da war einfach das Schaltwerk intern irgendwas kaputt. Der konnte dann den ganzen Urlaub mit einem Gang fahren, weil der hatte halt auch keine Leitung mehr im Rahmen liegen. Was willst du machen? Und im Urlaub dann ein komplett neues Schaltwerk kaufen, was dann eigentlich auf Kulanz getauscht wird, ist schwierig. Ja? Wurde auf Kulanz getauscht, aber im Urlaub halt einfach nicht möglich. So, ich schalte jetzt mal ganz runter. Dann können wir mal den Käfig entlasten und schauen, wo wir grob sind. Und jetzt stelle ich quasi die eine Schraube so ein, dass wir schon mal unter diesem, also dass wir auf einer Höhe mit dem kleinsten Ritzel sind. Aber Schaltung einstellen habe ich wirklich schon unheimlich viele Videos gemacht. Und wir können es jetzt eh nicht ganz perfekt einstellen, weil da noch ein neues Schaltauge reinkommt. Mir geht es jetzt nur darum, dass die Kette dann schon mal drauf ist und das Ganze ganz grob läuft, dass es halt fertig ist und ich dann nur noch Schaltauge tauschen muss und Schaltung einstellen. Genau, deshalb machen wir jetzt mit den Kettenblättern weiter und hier wird es wirklich spannend. Wo ist mein originales Kettenblatt, was drauf war? Das hier ist jetzt das original Kettenblatt, was da drauf war. Logischerweise den passenden Mount für den Bosch Motor. Und jetzt ist es so, es ist halt wichtig, wo das Kettenblatt steht. Dieser Offset, ja. Also je nachdem, wie das Kettenblatt gebaut ist, kann es halt weiter hier in die Richtung oder in die Richtung stehen. Und das beeinflusst ja letztlich, wo unsere Kette quasi hier hinten läuft. Und es sollte im Optimalfall natürlich so sein, dass wenn die Kette hier gerade nach hinten läuft, wir in der Mitte von der Kassette sind. Wenn wir hier reinschauen, sollten wir so ungefähr in der Mitte von der Kassette sein. Das ist jetzt auch der Fall. Ich habe jetzt spaßeshalber mal zwei Kettenblätter da mit unterschiedlichen Offsets. Weil das Witzige ist auch, dass es oft gar nicht drauf steht. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel runterbaue, hier steht jetzt dann drauf 34 Zähne, hier EMTB, bliblablub. So, und dann steht hier hinten eigentlich nur noch diese Artikelnummer und Boost. So, hier steht jetzt Boost 148 Chain Line. Bräuchten wir quasi genau so eins wieder. Wenn wir das nicht machen, hier sieht es jetzt schon wieder nach Arbeit aus auf dem Tisch, muss ich übrigens zugeben. Kann man den Offset nachmessen? Den kann man nachmessen, ja. Das zeige ich euch jetzt. Also, wir packen es mal aus. Seht ihr das? Dann ist das hier viel weiter weg vom Motor als das. Doch, das kann man eigentlich ganz gut schön sehen. Der hat einen viel größeren Offset. Wenn ich das jetzt verbaue, wenn ich das jetzt hier draufsetze, dann bin ich viel weiter weg mit meinem Kettenblatt.
quasi viel weiter in der Richtung. Seht ihr das? Wenn ich das jetzt verbaue, dann bin ich mit meinen Ketten weiter, viel weiter hier üben. So, und das Originale, wenn wir das jetzt mal drauf machen, dann sind wir weiter in der Richtung. Ja, und das ist halt der entscheidende Faktor. Technisch gesehen wird beides funktionieren. Wenn man jetzt natürlich ein Fahrer ist, der hier unten auf der Kassette da oben die Gänge kaum benutzt, dann kann man schon überlegen, ob man nicht vielleicht einen größeren Offset nimmt, dass die Kettenlinie hier unten besser ist. In unserem Fall, ich gehe jetzt schon mal davon aus, dass der Fahrer seine komplette Range der Kassette nutzen wird. Man hat es auf der alten Kassette eigentlich auch ganz gut gesehen. Ja, und jetzt müssen wir natürlich das Richtige draufbauen, das wäre jetzt das Falsche. Deshalb machen wir jetzt ihm quasi das Gleiche mit dem gleichen Offset wieder drauf. Und ich habe dem Kunden tatsächlich ein Kettenblatt mit 36 Zähnen bestellt, weil tendenziell die 34 viel zu wenig sind. Also ich fahre selber, glaube ich, ein 36er Kettenblatt und da hast du einfach mehr Spaß mit. Genau, bevor wir das jetzt drauf machen, machen wir hier nochmal ein bisschen sauber. Dann machen wir hier überall schön Montagepaste drauf und dann schrauben wir das Ganze fest. Dann setzen wir den Kollegen hier mal drauf. Hier tatsächlich Montagepaste sehr sinnvoll. Sorgt einerseits dafür, dass wir das Ganze irgendwann auch wieder gelöst bekommen. Und andererseits sorgt es aber auch dafür, dass das Ganze gut hält, weil diese Montagepasten haben oft so ganz kleine Mikropartikel enthalten. Und dadurch sorgt es auch dafür, dass sich so Verschraubungen nicht so einfach lösen können. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel Fett nehmen, dann würden wir die Reibung eher minimieren, ne? Also dann müssten wir es wahrscheinlich ein wenig fester ziehen, damit es funktioniert. Deshalb bei solchen Sachen, ich sag mal bei statischen Verbindungen, die sich nicht bewegen, sondern einfach verschraubt werden, ist Montagepaste eigentlich sehr sinnvoll. Genau. Ja, jetzt brauchen wir unseren Kurbelarm auf der anderen Seite, damit wir es festziehen können. Können wir den schon mal wieder ranschrauben. Hier kriegt der Kunde jetzt auch nagelneue GX Transmission Kurbelarme. Passend natürlich für den Bosch Motor. 160 mm Kurbelarmlänge. Genau. Das hier sind die Spacer für die Pedale. Und hier jetzt auch aufpassen, es gibt rechts und links, steht eigentlich immer drauf. Hier steht jetzt 160L, 160R, R für rechts, L für links oder right and left, wie man es halt sehen mag. Was sagt er eigentlich? Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, das Teil, oder? Mir gefällt's. So, Schraube ist hiermit integriert. Dann schrauben wir das Ganze mal hier drauf. Mhm. Genau, das ist jetzt eine Passung, beziehungsweise das wird jetzt drauf gepresst. Deshalb wird es jetzt schwerer und jetzt merkt man auch, hier presst den Kurbelarm auf die Welle drauf und irgendwann ist er dann so weit aufgepresst, dann geht es quasi nicht mehr so richtig weiter. Und das ist dann der Bereich, wo man wirklich die Schraube dann auch festziehen. Also jetzt bewegt sich der Kurbelarm auch noch die ganze Zeit schön in Richtung Motor und jetzt hat irgendwann merkt man dann, wenn wir anliegen. Ja, jetzt merkt man, dass man anliegt und dann gibt man halt nochmal so einen, einfach nochmal so einen richtigen Rums, so einen. Und ich würde euch eh empfehlen, wenn das jetzt alles nagelneu ist, Probefahrt machen, ein paar mal richtig schön Lastwechsel machen, mal richtig auf die Kurbelarme Last geben und dann nochmal nachziehen, weil das setzt sich manchmal noch ein bisschen und dann kann es euch halt passieren, dass das Ganze nochmal locker wird und dass der Kurbelarm dann abfällt. Passiert tatsächlich sehr gerne bei Neurädern, weil was machen die Hersteller? Die kriegen ihr neues Fahrrad, packen das aus, schrauben das alles vielleicht nochmal fest. Ich gehe davon aus, dass jede Schraube, bevor der Kunde es abholt, nochmal nachgezogen wird. Aber ganz viele machen gar keine Probefahrt mehr damit. Dann hockt sich der Kunde drauf, tritt ein paar Mal, der Kurbelarm setzt sich, lockert sich dadurch, nach 50 km fällt der Kurbelarm ab. Kunde unglücklich und beschwert sich. Deshalb Probefahrt machen, ein paar Mal richtig schön Last drauf geben, dass sich der Kurbelarm, falls er noch locker ist und noch setzt, lockert, nachziehen und dann hält er eigentlich auch und löst sich auch. Wichtig! Ja, warum haben wir den drauf gemacht? Damit wir hier unser Kettenblatt festmachen können. Dafür gibt es natürlich auch ein super geiles Werkzeug von Bosch. Das ist hier dieses Tool. Da können wir quasi hier mit einem Schlitzschraubendreher rein. Dann ist hier so ein Gewinde. Dieses Gewinde passt hier perfekt auf diese Welle. Dann können wir quasi das Tool auf unsere Welle draufschrauben. So, jetzt ist es drauf. Dann ziehen wir hier nach hinten. Dann können wir das quasi hier einrasten lassen an unsere Verschraubung. Und dann können wir hier unsere Verschraubung drehen. Ne? In Tretrichtung geht locker und gegen die Tretrichtung geht fest. Da nehme ich hier meinen großen Joker-Schlüssel, setze den hier an, halt auf der anderen Seite den Kurbelarm fest und dann kann ich das hier schön festziehen. 25 bis 30 Newtonmeter, das ist jetzt nicht die Welt, aber schon fest, sage ich mal. Ne?
irgendwann hat man das dann auch im Gefühl. Wenn ihr es nicht im Gefühl habt, Drehmomentschlüssel verwenden. Genau, dann können wir das Tool hier wieder zurückziehen, einrasten lassen und abschrauben. Jetzt müssen wir hier auf jeden Fall dann auch wieder unsere Kettenführung montieren. Brauche jetzt nicht zeigen, die wird halt einfach rangeschraubt. Was vielleicht noch ganz cool ist, was wir jetzt noch machen, ist die Kette ran. Dann sieht man auch mal, wie das Ding fertig ausschaut. Und dann würde ich sagen, machen wir für heute Feierabend. Ist zwar noch irgendwas zu tun, aber es ist Samstag. Wir drehen heute tatsächlich am Samstag und ja, irgendwann ist auch mal gut. Okay, ich mache jetzt noch kurz den Kurbelarm drauf und dann machen wir zusammen die Kette noch. Der Kunde bekommt jetzt kettenmäßig von KMC diese goldene. Bin jetzt auch echt gespannt. Ich habe das so tatsächlich mit KMC mit der Antriebskombination noch nicht verbaut. Deswegen müssen wir mal gucken, ob das Ganze dann auch gut funktioniert. Ich meine, wenn wir jetzt natürlich sehen, das Ganze funktioniert gar nicht, dann muss ich halt nochmal mit dem Kunden sprechen und sagen, du, so wird es nichts werden. Gehe hier aufs kleinste Ritzel und dann tue ich meine Kettenlänge so wählen, dass mein Schaltwerk hier gerade so Spannung kriegt, damit ich eben, ich sag mal, die längste mögliche Länge ermittelt bekommen. Ich glaube, man könnte hier nämlich zum Beispiel auch noch auf 38 Zähne gehen, wenn das zum Beispiel der Kunde mal machen wollen würde, dann kann ich das so auch noch machen, weil ich noch genug Range habe, weil ich könnte die Kette hier auch kürzer machen, das würde auch funktionieren. Prinzipiell ist es halt immer ungünstig, wenn die Kette zu kurz ist, dann macht man sich viel kaputt. Genau, deshalb versuche ich immer, die, sagen wir mal, längste mögliche Kettenlänge zu ermitteln. Hat sich in den letzten Jahren noch absolut bewährt und auch was die Schaltperformance angeht, immer super funktioniert. Und wie gesagt, Kette verlängern ist immer ein bisschen schwierig, Kette kürzen geht immer. Ja, gut, da gibt es genug Videos von mir, das brauche ich jetzt glaube ich nicht im Detail erklären. Machen wir schnell, dann schauen wir uns den Antrieb nochmal fertig an und dann ist Feierabend. Kette ist drauf, können wir einfach mal hier, gut, unsere Scheibe schleift extrem, aber das hat schon mal wunderbar gehalten. Also das ist ja interessant, aber das funktioniert nicht. Also hier passt irgendwas nicht. Jetzt hier dreht, seht ihr das? Funktioniert überhaupt nicht. Das ist interessant. Also wir haben hier 12-fach Kettenblatt und 12-fach Kette von KMC, aber es läuft nicht. Aber, um das Ganze auch mal hier zu sagen, ich meine, SRAM sagt ja auch von Haus aus Only SRAM Chain. Interessant zu wissen, dass es nicht funktioniert. Da werde ich auf jeden Fall mit dem Kunden sprechen müssen und ihm sagen müssen, dass das, also die Kette hat er auch selber besorgt, dass das so nicht funktionieren wird. Aber auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Ich muss es auch sagen, ich arbeite eigentlich nie mit KMC-Ketten. Mag sein, dass die funktionieren. Aber genau wegen sowas habe ich da dann tatsächlich immer nicht so Lust drauf. Bei SRAM verwende ich immer Originalketten. Alles, was halt über SX und NX ist, also ab GX verbaue ich alles. Drunter verbaue ich auch nur, wenn es der Kunde wirklich will, weil die Ketten taugen nichts. Ja, und wie gesagt, mit dem KMC-Zeug habe ich nicht viel Erfahrung. Hier funktioniert es anscheinend nicht. Mal gucken, was ihr so in die Kommentare schreibt. Man müsste wahrscheinlich einfach ein anderes Kettenblatt fahren, dann könnte es funktionieren. Allerdings ist auch fraglich, ob dann die Kette auch wirklich gut mit der GX-Kassette funktioniert. Schwer zu sagen. Ja, muss man mal gucken. Ich werde dem Kunden wahrscheinlich einfach eine GX-Kette draufbauen. Es sei denn, er sagt, er will die goldene XX1-Kette, dann bestelle ich ihm die noch. Dann machen wir ihm die drauf. Da werde ich aber jetzt mal mit ihm sprechen. Okay. Ich glaube, ihr konntet einiges lernen. War, glaube ich, ein echt interessantes Video. Schraubt bitte gerne mal in die Kommentare. Nein. Schreibt bitte gerne mal in die Kommentare, wie euch das Format von diesem Bike jetzt gefallen hat. Wir haben leider jetzt aktuell nicht die zeitliche Kapazität, das Bike komplett fertig zu machen. Aber es fehlt auch nicht mehr viel. Und das, was fehlt, gibt es schon Videos zu bei anderen Bikes. Federgabel einbauen, Bremsen einstellen, entlüften, gibt es genug zu. Brauche ich, glaube ich, nichts zu machen. Beziehungsweise jetzt nicht in dem Zeitdruck. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß mit anderen Videos, es kommt einiges Cooles auf euch zu. Ich habe jetzt auch einen Liefertermin für das Raw Madonna V3, das werden wir dann jetzt auch demnächst aufbauen. Das wird hot, das wird heiß, da freue ich mich richtig drauf. Ja, okay, also macht es gut, ciao.